Aber das sieht so aus, als könnte es mir gefallen. Ja. Moment. Tja, dann nimm da den größer. Miststück. Das hat ja so einen Tiramisu-Charakter. Also hat da keiner ist, was dagegen. Da ist auf alle Fälle viel Liebe im Spiel gewesen. Da ist wirklich Hingabe, oh, und es da duftet, ist Leidenschaft. Es duftet. Da hat man auch mal 60 Minuten vom Gefühl her genutzt. Wie schön. Es war schön zu hören, dass Alexander da ein Handwerk auch hintergesehen hat und dass er gesehen hat, dass da auch wirklich Arbeit hintersteckte. Also, da jetzt noch so eine Nocke Eis oben drauf. Oh. Meins ist das leider nicht. Ich finde, das ist, als hättest du im einen Glas rote Grütze gehabt und im anderen was auch immer mit Erdnuss und Creme. Oh. Aber das geht in meiner Aromenwelt nur ganz schwer zusammen. Ich dachte, damit kann ich vielleicht ein bisschen punkten einfach. Dass ich irgendwas Klassisches nehme und das halt komplett einmal verändere und mit den Aromen halt was ganz anderes dahin zaubere. Ja, aber ich weiß, was er meint. Aromenwelt ist schon jetzt nicht die größte. Ja, es geht weiter. Die nächsten Löffel bitte. Was ist das oben drauf? Das ist Frühlingslauch, extrem schräg geschnitten, würde ich sagen. Ich habe es mal beiseite gepackt, weil ich es auch extrem viel fand. Oh nein. Weil ich so viel Zeit hatte, habe ich auch einfach noch mal Lauch drauf. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Also, ja, genau. Vielleicht ist das part of the game. Oh, shit. Der erste Eindruck zählt beim Löffeln. Und wenn der erste Eindruck schon so ist, dann war in dem Moment auch die Hoffnung eher schwer, dass dann beim Geschmack auch noch viel bei rumkommt. Über Geschmack lässt sich streiten, aber warum zum Schluss dieser Scheiterhaufen voll Lauch? Die Knackigkeit und so eine schöne erfrischende Säure, das war schon wirklich schön präsent. Aber dann kamen immer irgendwelche anderen Aromen so ein bisschen ums Eck, wo du sagst, warum? Also es ist, ich muss echt über diesen Löffel noch nachdenken. Da denkt man noch ein bisschen. Kommt her mit den nächsten Löffeln. Erdnuss. Das gefällt mir aber. Ja. Das ist schön. Ja. Jetzt bin ich so gespannt. Da oben ist auch eine kleine Zwiebel. Sehr voll. Boah. Gute Schärfe. Gute Zwiebeligkeit. Ja. Schöne Säure. Boah. Ah. Das ist die geile Chicken Box. Das Chicken Nuggets mit Pommes. Das ist die geile Chicken Box. Also, das war jetzt einfach mal Bombe. Ja. Ich konnte nicht mehr atmen in der Kandidatur. Also, das war wirklich so, dass ich keine Luft mehr gekriegt. Da sieht man einfach, dass dieses vermeintlich Einfache manchmal das Beste ist. Und das ist ein intelligenter Fastfood-Löffel und ein wirklicher Snack. Ja. Sehr gut. Danke, danke. Jetzt kann ich eine goldene Sterne bekommen. Also wirklich, in dem Moment habe ich das gefühlt. Überlegt mal, wir sind beim ersten Solo-Kochen. Ja. Und du kriegst nicht den Hinweis, dass du sagst, lass uns was Italienisches machen oder Spanisch. Sondern das heißt, mach aus diesen drei Zutaten was als Snack vorm Fernsehen. Also, das ist eine extreme kreative Aufgabe. Genau. Ja. Also es ist jetzt schon, wo man gleich sagt, man wird wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Ja. Das ist schon nicht ohne. Ich finde, es gibt überhaupt keine kulinarische Regel. Ich habe mir das völlig anders vorgestellt. Ich dachte, dass wir völlig andere Dinge bekommen, dass völlig andere Dinge produziert werden, ja, assoziiert werden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Oh, oh. Oh, da hat man sich aber wirklich richtig Mühe gegeben. Also, Mousse au Chocolat. Ja. Hm.
Wenn das in einer Praline wäre, richtig geil. Das kommt in den, von das Genre Ugly but Yummy. Gummibären! Ein bisschen wie ein Waldorfsalat. Mhm. Mhm. Ja, das ist Waldorfsalat. Also das hat mir schon geschmeckt. Das ist Snack für mich. Das ist geil. Von allem, was man möchte, wenn man leicht einen Sitzen hat und trotzdem noch Film schauen möchte, hatte das genau drauf. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, war dieser kleine Stick, der da rumflog. Das war die Fernbedienung. Das war die Fernbedienung. Oh Gott, ich hab so Schiss. Ich finde es gut, aber ich finde, es ist so, als hätte Hans-Jürgen versucht, Zartei zu kochen. Ja, und die Erdnuss ist halt auch eine schwere Decke, die alles zudeckt. Ne? Du hättest da ein bisschen mit Zitronengras arbeiten können. Ich glaube, dass die Soße nicht so gut geworden ist. Oder allgemein auch einfach nicht genug Geschmack drin ist. Ich wäre auch nicht so happy. Ja, man kann hier noch um einiges weiter rausdrehen, aber ich finde es einen fantastischen Löffel, auch im Verhältnis zu den anderen. Wo stehe ich jetzt? Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwie ist das hier auch die Crispy Wispy Edition, ne? Das ist aber, glaube ich, eher was anderes. Mayo, sein Öl. Mango. Oh. Oh, da wurde eine Pisch gekocht. Das war schon eine Jodbombe, du. Das war in dem Moment Folter. Absolute Folter. Ja, das war eine gebackene Garnele mit einer Mayo, die eine schöne Schärfe hatte. Ja. Ich hab, also bei mir ist der Mundraum geflutet. Also wirklich Overload. Oh Gott, nein. Also ich möchte jetzt sagen, ich hätte ihn jetzt gern nochmal. Ich halte es für suizidal. Ja, eben. Respekt vor dem Mut, sich das zu trauen. Ich hoffe, es reicht, aber es waren schon, glaube ich, ein paar Fehltöne dabei für sie. Also weiß ich nicht. Mal gucken. Man hört ja auf alles, was eventuell positiv sein könnte, um halt irgendwie dann den Gedanken zu haben, okay, es könnte reichen, es könnte reichen. Danke. Mona! Mona! Das gefällt mir aber so vom Weiten ganz gut. Erdnuss, Kumquat, was Gebackenes, Kraut. Ja. Sieht aus wie ein Farmersalat. Da ist jetzt das Kraut. Jetzt haben wir den Hühnchensalat mit Farmersalat gemischt. Sehr, sehr schön abgestimmt. Orangene Töne, Backnote. Ja. Mmh. Me likey. Er ist ja, glaube ich, auch so dieser Fried-Chicken-Typ. Er liebt ja alles, was so frittiert ist. Und frittiertes mit Mayo, ich glaube, da habe ich ins Goldene getroffen bei ihm. Boah, das ist so schlotzige. Also mein Unterbewusstsein wird gerade so bewusst, ja, weil ich merke, so das ist so. Oh. Wow. Das ist für mich anschalten und loslegen. Ja, nehme ich so hin. So, damit haben wir das erste wirklich auch herausfordernde Solo-Kochen, nicht nur für die vier Verkoster, sondern auch für die Kandidaten, wie wir erlebt haben, hinter uns gebracht. Und jetzt geht es für uns als Coaches und als Jury darum, goldene, aber auch rote Sterne zu verteilen. Mit dem klaren Ergebnis, heute wird es kein Entscheidungskochen geben, sondern der oder diejenige, die meisten roten Sterne hat, muss heute direkt abmarschieren. Es gibt kein Zurück mehr und jetzt ist auch der Moment der Wahrheit. Rot und Gold. Muss mich jetzt entscheiden.
da jetzt einen goldenen und auch einen roten zu finden, was fair ist, ist echt schwer. Ich glaube, dass ich nach Hause fahren werde zu 1000%. Und ich glaube sogar, dass ich 4 Sterne heute kassieren werde. Es gab mehrere goldene für mich und mehrere rote. Ich konnte mich dann zum Schluss relativ schnell entscheiden eigentlich. Hallo! Oha! Danke, danke! Ihr Lieben, die Coaches haben verkostet und haben, so wie es sich gehört, Sterne verteilt. Goldene Sterne für die Löffel, die sie besonders gut fanden. Und rote Sterne für die Löffel, für die es leider ein bisschen eng aussieht heute. Der Herz pumpelt und es hört nicht mehr auf. Und wer heute die meisten roten Sterne bekommt, muss nach Hause fahren. Mein Gefühl nach der Verkostung war sehr durchwachsen. Es kam viel Gutes. Aber der Kommentar von Tim hat mich da auf jeden Fall zittern lassen. Nina, Jakob, Mona, Katrin, Michi, Vichy und Mary Ann. Ihr müsst noch ein bisschen zittern. Ihr kommt mit ins Studio. Es gibt Sterne für euch. Aber warum? Was wollt ihr von mir? Und alle anderen dürfen sich einmal freuen. Oh. Ihr seid weiter! Ich bin in der nächsten Sendung. Es ist. Damit es nicht unnötig noch spannender wird, vor allem für unsere Kandidaten und Kandidatinnen, würde ich jetzt sagen: Türen auf. Was ist denn hier los? Oh weh. Sag einmal. Oh weh. Alex zählt nur durch und sieht, dass 3/4 seines Teams da steht. Und ich glaube, der hat einen Herzinfarkt bekommen. Das war ganz, ganz schlimm, wie der Lift aufging und da standen 3 aus meinem Team. Der Blick läuft und er bleibt bei Marianne stehen und die Augen. Und dann geht's weiter zu mir. Das ist mir auch so prägnant geblieben, dieses, wie er in seine Serviette beißt. Und ich habe mir dann gedacht, so. Es war wirklich eine Herausforderung, das hat man gemerkt. Es ist das erste Solo-Kochen. Es war kein einfacher Job mit den 3 Zutaten. Und wir haben uns auch hier ganz schön reinknien müssen. Und bei mir war ein Löffel dabei, das hatte was mit Hühnchen. Und es war mit der Erdnuss und allen anderen Aromen wirklich am besten ausbalanciert. Und da geht mein goldener Stern hin. Ja! Schau her, alles gut. Kannst du bitte mich dir beruhigen? Was hast du gekocht? Ich liebe Ente mit Erdnuss-Buttersauce. Und das war meine Überlegung heute. Sehr schön. Dankeschön. Man muss sagen, es war ein sehr dichtes Miteinander. Das heißt, die Ausreißer nach oben waren weniger, aber auch die nach unten waren ein bisschen weniger. Aber bei einem Löffel war es so, dass ich die Idee nicht ganz verstanden habe. Und da geht leider mein roter Stern hin. Haut mich um. Jakob, sagst du uns, was du auf dem Löffel hattest? Den Lachs mit dem Scheiterhaufen von Frühlingszwiebeln. Oh. Ich muss sagen, ich hab's leider fast kommen sehen. Ich hatte tatsächlich ein paar so am Schirm, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist wirklich nahe am richtig, richtig leckerem Snack für einen Fernsehabend. Einer hat sich abgehoben. Er war handwerklich gut gemacht. Der hat mich abgeholt, er war leicht. Und es ist nach dem Löffel immer noch Platz für ein Eis. Mein goldener Stern geht an diesen Löffel. Jawohl!
vom eigenen Coach, das zählt natürlich für mich doppelt, wenn man ihn stolz machen kann. Was war drauf und warum hast du das gemacht? Ich habe das Tartar gemacht mit dem Schinkenmandel. Ich freue mich sehr, dass ich dir einen goldenen Stern geben durfte. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Und der Mercedes-Stern ist praktisch schon da, von dem her. Würde mich auch noch mehr freuen, wenn da nicht noch zwei aus unserem Team stehen und ich jetzt auch noch einen roten Stern vergeben muss. Dann war aber ein Löffel, wo ich sage, da war eine Komponente drauf, die ein Handwerk an sich war. Und das war dann doch im Vergleich ein bisschen zu wenig. Mein roter Stern geht an. Was war's denn? Eine absolute Katastrophe war's. Ich kann so gut kochen und habe beschlossen zu backen. Einfach ein Reinfall und ein Ausfall und bin selber enttäuscht. Tut mir leid. Ach, mir tut's leid. Das tut doppelt weh. Vom eigenen Coach. Ja, für mich ist das heute bis jetzt ein gebrauchter Tag. Und nun komme ich zu meinen Sternen. Mein goldener Stern geht an einen Löffel, der mir unfassbar viel Spaß gemacht hat, der süffig war. Und dazu gab es eine Fruchtigkeit, die einfach Freude gemacht hat. Und da geht's hin. Danke. Also ich glaube, ich bin noch so ein Rohdiamant, der schon auch auf die Kacke hauen kann. Was war's denn? Ich habe ein Fried Chicken gemacht mit einem Krautsalat, Karotte, frischer Apfel rein und eine Ponzu süß-sauer Mayonnaise dazu. Da hat sie nicht nur Hirn, Gaumen, sondern auch das Herz getroffen bei mir. Mein roter Stern geht heute an einen Löffel, bei dem ich das Gefühl hatte, dass ich zu sehr, sehr früher Stunde beim Binge-Watching in zwei völlig unterschiedliche Schüsseln geglitten bin. Ich habe es nicht verstanden, am Gaumen und leider auch im Kopf nicht zusammengebracht. Ja, wenn der rote Stern aufleuchtet über einen, ist das ein ganz schlimmes Gefühl. Und dann sieht man eben auch noch seinen eigenen Coach vorne sitzen, der vielleicht so ein bisschen enttäuscht dann auch ist. So, das ist nicht cool. Das ist das erste Solo-Kochen für die Besten der Besten der 12. Staffel. Da seid ihr nämlich, da gehört ihr zu. Mein goldener Stern geht an den Löffel, ja, wo ich gedacht habe, ach ja, ist jetzt nicht so ein Snack, aber ja, ein geiles Gericht vielleicht für die Werbepause. Das war genau mein Ding. Und dann habe ich gedacht, ja, dann gebe ich diesem Löffel doch meinen goldenen Stern. Nina, sag uns, was du gekocht hast. Ich habe den Rehrücken gemacht und Pangrato obendrauf. Das war sehr, sehr großartig. Drei Kandidaten haben schon einen roten Stern. Und ich werde jetzt meinen vergeben. Und mein roter Stern geht an den Löffel, der meiner Meinung nach derjenige war, der am wenigsten gelungen war. Und darum geht an diesen Löffel mein roter Stern. Es war eine kurze Reise, aber es war eine sehr, 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 sehr coole Reise. Du hast so viel verstanden, dass ich mir sicher war, dass du die Chance hast, eine lange Reise bei dieser Staffel 12 zu machen. Ja, mei, sehr schade. Ich möchte mich von Herzen bedanken, dass du hier warst. Auch, dass ich das Vertrauen bekommen habe, dass du bei mir im Team warst. Dankeschön. Dankeschön. Team Gelb, jetzt ist es an euch. Ihr schafft es, ihr seid die Besten.